Moinsen Leute, willkommen zurück zur Super Mario Galaxy. Ich bin hier weiter im Maschinenraum und mache hier direkt weiter mit der Sternsuche. Weiter geht's in der Spielzeugschachtel-Galaxie. Greifen wir uns ja schon so weit durch. Keine Ahnung, wo ich drauf gegangen bin. Ich den Cursor gesucht habe wahrscheinlich. Ist egal. Mario trifft Mario heißt die nächste Mission in der Spielzeugschachtel-Galaxie. Und ja, vielleicht ist ein oder andere jetzt verwirrt. Aber ihr seht jetzt gleich schon, warum Mario trifft. Da ist er, der 8-Bit-Mario, zu dem es jetzt als nächstes geht. Und die Musik wieder, boah, ich finde die so geil. Warte mal, kann ich da nicht so hochspringen? Muss ich hier echt auf den Zug warten? Nee. Geht auch so. So, ich muss die Sternteile finden, also diese Sternstücke hier. Aua, ach, du Drecksack. Hast mich schon mit deinem Laser erwischt, du kleiner Penner. Sparkys sind hier auch wieder unterwegs. Also das hier, die meine ich mit Sparkys. Sparkys haben ja eigentlich Gesichter. Also, oh, das ist Gourmet-Nummer, den hole ich jetzt auch mal nicht. Ich habe ja gesagt, erstmal Mario treffen lassen. Und hier ist das zweite Sternchip. Oh, das sind eigentlich auch Sternchips, ich weiß gar nicht. Das sind halt gelbe irgendwie, ne? Gelbe Sternchips. Ich habe die ja eigentlich immer jetzt im Let's Play Sternteile genannt. Wobei ich auch Sternteile genannt habe. Eigentlich ist das doch egal. Ihr wisst ja, was ich meine. So, das ist Nummer 3, da schon Nummer 4. Halt die Klappe. Scheiß Robo-Pupa, ehrlich. Ich hab ja da hinten stehen, ey. Und der fünfte Teil. Der fünfte Chip. Das fünfte Teil. Und Sternstopp noch mitnehmen und weiter geht's. Bin ich jetzt schon da? Yo. Also, ich nehme jetzt mal vorweg, es gibt hier auch eine Rückseite von dem Ding. Die werde ich später auch noch betreten. Ihr könnt ja mal eine Vermutung äußern in den Kommentaren oder so. Ja, eigentlich nur in den Kommentaren, wie ich weiß ja nicht, wie ihr sonst eine Vermutung äußern wollt als Zuschauer. Was sich auf der Rückseite befindet oder wie die Rückseite aussieht. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr auch gerne schreiben und alle aufklären, aber ich will es an der Stelle nicht verraten. Wenn ihr es nicht wisst, gerne Vermutungen äußern, ich würde mich drüber freuen, dann ich würde euch auch antworten, ob ihr richtig liegt oder nicht. Auch wenn ich dann doch trotzdem Spoiler im Nachhinein noch, aber ich werde es jetzt nicht vorwegnehmen in dem Video selbst. Da ist ja auch schon der Stern. Demnach geht es jetzt weiter mit dem, ja, nochmal in dieses Kapitel rein oder in diese Mission. Weil ich den Gourmet mal noch hole. Ist davon ausgesehen, dass der geheime Stern ist. Würde mich wundern, wenn da nur ein One-Up-Browser rauskommt. War ja bisher nie der Fall. So, Nummer 80 schon. Zwei Drittel haben wir schon. Zwei Drittel. So, hier nochmal rein. Ab die Post. Ja, nee, da wollte ich rein. Falls ihr es schon lesen konntet, Boing Boing in der Süßigkeitenstraße. Klingt wieder sehr nach der Feder. So. Und hier geht's wieder rein. Den können wir sogar so da hoch. Ohne Rückwärts- oder Seitwärtsseite. Was ist das denn für ein Fake, ey? Und ich bräuchte diesmal nicht Sternchip. Ich suche jetzt den Luma direkt, der wird wahrscheinlich nur 50 Dinger brauchen. 50 ist ja auch schon viel. In dem Fall. Boah. Das war so klar, dass ich da noch irgendwo reinrenne. Bip, bip. Lalalalala, hey du da. Hast du keine Sternteile? Ja, komm, friss dich wieder voll. Wie viel willst du haben? Komm, Kollege, 50. Reicht doch. Wusste ich's doch. Dreh ich nicht um. Hallo? Mama, willst du was zu fressen oder nicht? So, jetzt aber. Mario schüttelt auch nur den Kopf. Wie viel der fressen kann, Mann, Mann, Mann. Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Ein neuer Planet wurde geboren. Oh, die kennen wir ja schon, die Viecher, die da drauf zu sehen sind. Die, ich glaube, den Namen habe ich erst mal gleich genannt in der Glasschrank-Galaxie. Die hier heißen Toxbox. In der Mario-Reihe. Ich glaube, die gab es auch in Mario 64. Da sahen sie auch mal anders aus, aber die Dinger werden auf jeden Fall Toxbox genannt. Keine Ahnung, warum Tox.
Box ist klar, weil es viereckig ist, also. Oder so ein Würfel halt. Eben eine Box. Wahrscheinlich nur, damit sich's reimt. Ist ja auch egal. Und darüber. Nein, nicht darüber. Na. Okay, zurück mit dir, Kollege. Das kann sich gerne fressen, einmal kurz. Also nicht wirklich, aber sieht halt mal so aus, als würden die einen fressen wollen. Da gucken die auch immer so böse, ne? Kann die nicht mal freundlicher gucken? Umdrehböen sind klasse. Aua! Ey! Nicht so aggressiv hier. Ist doch noch nicht alle, okay. Sind hier noch welche? Ah, da sind noch toll, okay. Ich hätte hier gibt's eigentlich eine Röhre, mit der ich da hinkomme. Warte mal. Ich geh jetzt mal einmal in die Röhre rein. Zu gucken, was da drin ist. Ich wette, ich komme irgendwo wieder zum Start zurück. Von dem Planeten hier. Sag ich doch. Wollten uns aber da lang wieder, Freunde. Ich glaube, diese Stacheldinger, die stehen jetzt still. Ja, die bewegen sich nicht mehr. So, hier ist der Stern drauf. Mein Gott, das ist schon verwirrend manchmal. Wenn hier alles auf einmal auf Kopf steht. Hallo. Erstmal zum Mal daneben springen. Aller guten Dinge sind drei. So, und da ist schon der zweite Stern dieses Parts. Nicht, dass ich hier pro Part irgendwie eine gewisse Anzahl Sterne schaffen will. Ich mache halt, ne, ich habe halt immer eine gewisse Länge. Wisst ihr ja mittlerweile so 20 Minuten. Wenn ich aber sehe, ist es deutlich drunter 20 oder ich würde noch einen schaffen und es wird länger, dann ist es halt so. Weiter geht's. Da ist ja noch eine Mission. Boing Boing in der Spiel... Ne, in der Süßigkeitsstraße ist es, glaube ich. Ich hab's gerade selber nicht... Spielzeug? Spielzeugstraße? Irgendwas mit S auf jeden Fall, meine ich, hab ich gelesen. Süßigkeitenstraße, sage ich ja. Hoffentlich kommt danach auch schon der Komet. Der Schabana-Komet in dem Fall. Ich weiß nicht, welcher es ist. Ich kann es mir jetzt denken nach den Toxbox-Dingern. Und wenn ich schon sage Toxbox, könnt ihr es euch vielleicht auch denken, wenn ihr mal an die Glasstand-Galaxie zurückdenkt. Ja. Ansonsten... Oh, jetzt ist der Zug aber mal schnell, ey. Sogar rückwärts fahren macht Spaß. Hey, du fährst doch gleich rückwärts. Der Zug fährt in eine andere Richtung. Aber rückwärts fahren ist anders. Und hier erstmal den Sternstaub auf den Löffel mitnehmen. Was ist das hier? Zitronenscheiben oder was? Keine Ahnung. So, was sagt er hier, bevor ich jetzt die Feder nehme? Der sagt bestimmt auch noch was. Hier ist eines von diesen Boing-Boing-Dingern. Und hoch da, Mario. Jetzt brauche ich den Wandsprung nämlich, den ich hier letztes Mal oder ja, letztes Mal schon aus Versehen gemacht habe. Ey. Nein, nicht wegspringen, Kollege. Ey, ja, danke. Jetzt bin ich scheiße gesprungen. Sorry. Boah, Schokolade. Und weiße Schokolade auch noch. Und hier Bonnie Schoko Tafeln erstmal, ey. Da muss ich jetzt rüber springen. Hoch da, so Sternstopp mitnehmen. Boah, das war eine enge. Aber enge Hürden hier. Jetzt ist hier wieder so viel Platz vor allem weg. Und da Sternstopp ohne Ende. Boah, das wäre fast runtergefallen, glaube ich. Da kann ich direkt hoch, da wäre noch ein One-Up, das hole ich jetzt aber nicht. Ich glaube, hier kann man auch wieder richtig fett abkürzen. Ich glaube, man muss eigentlich hier rum, aber man kann auch hier rüber einfach. Warum soll ich nicht abkürzen, wie es geht, oder? Also, ihr habt ja eigentlich den Weg gesehen. Der war jetzt nicht so wild. Wenn es halt so in dem Sinne schneller geht, ne? Boah, ist am Stiel. Nicht, dass der eine oder andere jetzt hier richtig Hunger kriegt, auch Süßigkeiten und Eis und so. Das ist jetzt nicht meine Absicht, dafür kann ich nichts. So, da rüber. Leck mich. Stacheldingen.
So, da sind wieder diese Oktopus-Schnauzen. Die kleinen Gehilfe vom Otakönig. Der hier aber auch. Der kommt hier nicht mehr. Der ist nicht. Yo! Okay, das sollte ich vielleicht doch lieber lassen, so zu springen. Wo lande schade ich denn jetzt auf dem Eis? Okay. Ich glaube, irgendwie nach jedem Sternring ist so ein Checkpoint, kann das sein? So ein richtiges Muster habe ich da zwar nicht erkannt, aber es würde Sinn machen. Die nach dem. Ey. Cursor, wo bist du da? So, geht auch ohne die Attacke. Boah, okay. Komm halt doch ein bisschen sicherer jetzt hier. So. Ja, da springt jetzt aber drauf. Jetzt wäre ich hier fast drüber gelaufen, ey. War schon knapp. Ist denn hier hinter? Ein Ice Flamey auf jeden Fall, den hört man schon. Wo ist er? Da ist er. Man hat den jetzt gar nicht gesehen, ich hab den aber nur. Ich hab den halt gehört irgendwie. Der musste ja irgendwo da sein dahinter. Oh, Sternstaub noch mitnehmen. Baller mich mal da rein. Nicht vorbeischießen, danke. Hätte ich echt auf den Stern schießen können? Ich glaube nicht, aber. Wäre mal interessant gewesen, wenn man sich da hinten einfach hinschießt zu dem Planeten, wo man Zehen fliegt. Okay, doch noch nicht jetzt, aber gleich. So, da haben wir doch wieder die Spielzeugschachtel-Melodie. Was denn hier in der Röhre? Entweder ist hier ein Regenbogenstern oder Musiknoten. Oder ein Pumanaps. Musiknoten. Okay. Geht ab. Bisschen Speeder. Abgespeedet hier. Bisschen beschleunigt. Die Melodie, die wir schon. Ich glaube, in der Eierplanet-Galaxie hatten wir die schon, ne? Bei den Musiknoten. Ist auf jeden Fall die gleiche, meine ich, gewesen. Warum ist hier eigentlich ein Auto drauf? Ach so, Spielzeugautos, okay. So, die Gabeltreppe oder die Löffeltreppe brauche ich nicht. Ah, ich muss die Kerzen ausmachen. Okay, aus mit dir. Ich hab auch den ohne die Viecher dazu. Sieben nachkriechen. Oh, ich komm hoch, ey. Ich kann einfach hochspringen, was ist das denn? Ah, oh, Cursor ist wieder weg, danke. So, noch ein One-Up. Ey, wir haben 5 One-Ups, nur die Sternteile gekriegt. In dieser Mission. So, der hat Blitzkugeln, der Idiot. Der wird, glaube ich, komme ich da so hoch? Ich glaube nicht, aber. Nee, wird nicht wundern. Nee, da kommt definitiv nicht so hoch. Wo ist hier eine Sprungfeder? Oh. Da ist. Auf jeden Fall. Danke. Der ist ein richtiger Sniper, glaube ich. Komm doch her. Aber die sind schon ein bisschen auf Verfolgungskurs, kann das sein? So. Der wird wahrscheinlich gar nicht mal so schwer sein, wenn ich ihn einmal getroffen habe. Und einmal. Ja, ich stehe direkt wieder vor ihm. Alles klar. Zweimal. Er wird jetzt sauer und kriegt trotzdem einen auf die Schnauze. Und Ende. Kuppel ist kaputt. Er fliegt in die Luft. Und tschüss, dicker Maulwurf. Da oben ist sogar noch ein Wonderpilz, sehe ich gerade. Den habe ich gar nicht gesehen. So, man darauf kommt, dass da oben Wonderpilz versteckt ist. Hätte ich lieber hier unten versteckt. Der maximale Kraftpilz da oben, ehrlich gesagt. So, wird der Stern auch erledigt. Wahoo! Boing, boing in der Südlichkeitsstraße. Tatsache. Boah, 4000 Sternstaub. Hier ist aber auch noch draußen Gumeluma, der wird wahrscheinlich über 1000 haben wollen. Aber erstmal geht's noch weiter hier in der. Okay. Der Komet ist tatsächlich da. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob der da ist. Ja, es geht weiter in Spielzeugschachtel-Galaxie. Mit dem Tempo-Kometen. Den ich ja schon so ein bisschen angeteasert hatte, den ich vorhin meinte, Toxbox. Garschan-Galaxie, gleicher Komet. Das wusste ich auch noch, dass der jetzt kommt. Wobei ich mir nicht sicher war, ob nicht sogar Schatten-Mario kommt auf dem 8-Bit-Mario, aber Tempo-Modus, Umdrehböden.
Aber es bietet sich halt an, wenn die Toxbox-Dinger hier sind, wieder die Gegner zu beschleunigen. Was jetzt nicht unbedingt die kreativste Idee ist, aber es macht das schon ein wenig schwerer oder, ne? Riskanter auf jeden Fall. Okay, hier ist nichts anscheinend an Sternstaub. Schade. Ach, ich weiß wieder, wieso ich auf Dings kam, auf Schatten Mario wegen der Melodie. Die hatte ich vielleicht noch im Kopf. Ey, was ist das denn da? Der hat ja grüne Sternteile, der Roboter. Hat der die ausgeschissen oder was? Oder hat der die. Hat der mal einen Ölwechsel oder was? Nach da lang, mein Gott, ey. Da lang wollte ich, so, danke. So, hier warten. Bong, bong. So, wo ist das nächste Ding? Da. Aua, ey. So. Ey. Hallo? Ich will da runter. Ey, Mario, wo willst du hin? Wow, 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 so. Das dürfen die letzten sein. Boah, wie konnte ich das Ding berühren? Da waren die Stacheln. Wie geht denn so was? Ja, ich glaube, ich darf ja so in die Stacheln. Toll. Ey, jetzt auf jeden Fall sagt Sachen nicht, ich bin da gefangen, ey. Das wäre jetzt echt unglücklich gewesen. Aber die Stacheln tun schon auch weh, wenn ich reinlaufe. Ich meine. Das heißt, ich kann auch noch die zwei Energiedinger, also die zwei Kraftpunkte, die ich habe, verlieren, aber das ist nicht der Fall gewesen. So. Ich gucke mir jetzt noch mal an, welche Galaxie beim Luma ist. Vielleicht mache ich die jetzt noch, vielleicht aber auch nicht. Also beim Gourmet-Luma draußen. Festung oder die Basis von Bowser werde ich nicht mehr schaffen. Nehme ich jetzt mal an. So, ich werde den aber schon mal füttern auf jeden Fall. Dann geht es hier auf jeden Fall im nächsten Part weiter zur Not. Achso, ich muss den anquatschen, stimmt ja. Yo, ich habe Hunger. Gib mir was zu futtern, Mario. 1000, ja, sag ich ja. So, friss das, Kollege. Schon bin ich wieder runter auf 3000. Das war's, mein Bauch ist voll. Verwandelung! Zweiten Mal in dieser Folge. Aber es muss jetzt schon was ziemlich Kurzes sein, dass ich jetzt noch mache. So, was haben wir denn hier? Sandstromgalaxie. Ist dein Lieblingspilz. Okay, ne, da habe ich jetzt gerade überhaupt keinen Blick drüber. Keine Ahnung, wie lange das dauern würde. Was bin ich unten bei Rosalina? Ja, macht nix. Geh ich nochmal schnell hoch zum Luma. So viel Zeit muss sein. Aber ich kann ja schon die Zeit nutzen. Und mich fürs Einschalten bedanken. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Like und einem Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, ansonsten euch noch einen schönen restlichen Tag. Bleibt jetzt hier stehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.